Herzlich willkommen zurück in der zauberhaft verrückten Welt von Sheogorath, dem Prinzen des Wahnsinns. Hier, schaut mal. Das letzte Mal ist mir neben diesem wunderschönen Stadttor gar nicht der viel bessere und coolere Wasserfall aufgefallen. Also, bitteschön. Bitteschön, hier, sei dankbar. Wasserfall, toll. So, aber hier, worauf ich eigentlich aufmerksam machen wollte, vielen Dank an dieser Stelle, sei kurz angemerkt, an Malkador. Ihr könnt euch ja erinnern, Ende letzter Aufnahme konnte ich hier nicht nach unten, da konnte ich nur so weit mit der Karte nach unten. Da hat mich Oblivion davon abgehalten und Malkador hat sich kurz daran gemacht, die Map-Datei, die XML-Datei zu fixen, hat den richtigen Wert korrigiert und tada, wir können jetzt ganz nach unten auf die Karte. War doch ein bisschen mehr da. Hier ist das Gefängnis und da ist eine Siedlung Vitarn, die wir eingesammelt haben. Also nicht die gesamte Siedlung, aber die Quest zu der Siedlung. Und jetzt werden wir aber erstmal mit Sheogorath sprechen. Denn das war unser erstes Ziel und das werden wir auch als erstes machen. Also, wir betreten die Stadt Neu-Sheoth im Bezirk Tigeln. Wo die ganzen depressiven Leute sind. Inklusive Statue hier mit Schlange. Kann ich das aktivieren? Das sieht so aus. Vielleicht auch nicht. Aber ich würde sehr gerne auf der anderen Seite auch sehen, wie das aussieht. Hier ist weiterhin so alles ein bisschen gammelig. Hey, guck mal. Daher hat Adash also die Bodentextur gehabt bei sich. Ich hatte mich ja gefragt, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte das nicht richtig zuordnen. Ah ja, also diese Bodentextur in dort, her und so, das haben mir auch einige Leute in den Kommentaren gesagt, aber ich konnte es selbst nicht einfach so. I couldn't put my finger on it. Und so, ne? Ich habe den Zaxa gesehen und ich habe ihn gemackt. Ach, Fribbel. What? Ich werde den Findukali kraken. Ehrlich, darauf könnt ihr terraten. Und wie ich darauf terraten werde, Bolwing? Fribbel, einfach Fribbel. Ist das jetzt gut oder schlecht? Gal bursten es. Und wie es bursten wird, oh Fribbel, einfach Fribbel. Eryls Mystics. Oder Mysteries? Eryls Mysterien. Also ich bin eher an einem Waffenschmied interessiert. Wow! Warte mal, die Tür habe ich auch irgendwo verwendet gesehen. War das nicht auch in Adash? Ich glaube, als Adash rauskam oder als sie an der Mod gearbeitet haben, dachten die sich, hey, weißt du was? Shivering Isles ist vor kurzem rausgekommen und es sieht super geil aus. Ich will aber nur noch mal kurz die Seite von... Oh! Das sieht mal ganz anders aus. Seid gegrüßt. Ich hätte nicht gedacht, dass selbst die Lichteinfärbung einen so derben Unterschied macht. Wie seht ihr aus? Sprecht, Bürger. Hallo. Die goldenen Heiligen wachen. Sie sind so goldig. Ich will mir vor allem den Reisepunkt im Norden holen und dann gleich auch mal schauen, was für eine Statue dort ist. Einmal hatten wir die Schlange. Inblis. Guck mal, hier haben wir so Meerjungen. Frauen, mehr junggoldene Heilige wahrscheinlich. So schön. Also ich bevorzuge am besten die halbnackten Frauen selbstverständlich der Schlange gegenüber. Das ist ja hier, sollte hier ja, nicht zur Debatte stehen. Oriental, Assassine im Ruhestand. Jetzt lebe ich hier. Bin übrigens der einzige Rotwardone hier. Interessante Tatsache, nicht wahr? Ich liebe Tatsachen. Tatsachen sind einfach Fribbel. Es versucht noch ein Abenteurer auf die Shivering Isles zu gelangen. Falls es ein Bretone ist, wäre das der erste in 3,7 Jahren. Welch interessante Tatsache. Passt auf euch auf! Herr Gieses! Der Segen des Wahngotts. Vielen Dank, vielen Dank. Erstmal alle der Reihe nach ansprechen. Und also alle der Reihe nach meine ich die zwei, die hier auf dem Platz waren. Ich will einfach so ein bisschen wissen, wie die reden, über was die reden. Dieses Kuriositätenmuseum ist ein Witz. Allerdings habe ich gehört, dass Una Armina für bestimmte Gegenstände Geld zahlt. Oh, man! Tschüss. Tschüss. Also, hier, du stehst so komisch da. Was ist los? Freundlicher Fanrien. Hallo? Achtet nicht auf mich. Ich bin ein wenig müde. Ich kann zu Hause nämlich nicht schlafen. Die Wände,
Sie sind nicht sicher. Was? Wie kommst du denn darauf? Wisst ihr es nicht? Ihr wisst es nicht, oder? Na, zum Glück habt ihr mich getroffen. Ihr lauft hier einfach herum, als ob nichts passieren könnte. Und warum schläfst du nicht einfach draußen? Na, das ist mal eine Idee. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Aber wo werde ich schlafen? Ich brauche einen Schlafplatz. Ich habe Leute auf der Straße schlafen sehen, aber sie drücken sich zu nah an die Mauern. Ich brauche einen sicheren Ort. Ich kann nicht einfach irgendwo schlafen. Da sind Statuen und Mauern und alles Mögliche, was auf mich stürzen kann. Ich will das nicht. Nein. Aber wenn ihr einen guten Schlafplatz findet, einen sicheren Platz, draußen, dann belohne ich euch. Klingt nach einem Deal. Müssen wir halt auch nur wirklich was finden. Kann ich ihm vielleicht jetzt schon sagen, geh mal da nach hinten hin übrigens. Macht keine Witze. Es ist ernst. Ich könnte sterben. Wir könnten alle sterben. Bitte helft mir, draußen einen Platz zum Schlafen zu finden, wo die Mauern nicht über mir zusammenstürzen. Da musst du nur mal ein paar Meter rauslaufen, da findest du schon viele Plätze. Ich meine, da sind auch Grummets, die dich wahrscheinlich im Schlaf zerfleischen werden und so weiter und so fort, aber hey, keine Mauern. Ich selbst besuche das Kuriositätenmuseum nie. Okay, also ups. Auf Wiedersehen. Der ist aber schnell abgetaucht. Das sind zwei Sachen, die ich gerne noch besuchen würde. Erstens den Schmied hier und zweitens das Kuriositätenmuseum. Das verzierte Visier, beziehungsweise das sind glaube ich zwei Schmiede. Einmal einen, der die Bernsteinrüstung macht im Mania-Bezirk und einmal den mit der Wahnsinn... Oh ja, ich glaube, das habe ich gesucht. Ja, voila. Ich war erstmal noch so ein bisschen mit mir am Debattieren. Ja, welche Rüstung sieht besser aus, aber ich glaube, ich hätte lieber die Bernsteinrüstung. Die macht einen stylischeren Eindruck. Vor allem der Helm. Also mein Helm. Hey du. Hallo. Ich bin Dumak Grobonk, der beste und hübscheste Schmied der Stadt. Ich kenne die geheime Kunst des Bernsteinschmiedens. Hier, nehmt die Liste. Sie erklärt, was ich brauche. Nice. Du bist wirklich der hübscheste Schmied. Guck dir diese Hauer an. Ich möchte mich an ihnen festhalten und mich auf dein Gesicht setzen. Wunderbar. Das klang falsch, Stone. Bernstein ist ein Harz, das man in Wurzelsystemtunneln und an Knorzen findet. Richtig verarbeitet, eignet es sich besonders gut für leichte Waffen und Rüstungen. Ich allein bin der alten Kunst des Bernsteinschmiedens kundig. Ich kann euch sogar magische Gegenstände anfertigen. Nice. Oh, Quest sogar aktualisiert. Sehr gut. Da werden wir sicherlich mal bei ihm was machen. Ich glaube zwar nicht, dass der Bogen, den er wahrscheinlich erstellen werden kann, besser als mein anderer Bogen ist, aber wir können ja mal schauen. Ich weiß nicht, was für eine Vorschau hier man bekommt. Waffe schmieden? Was kann ich heute für euch tun? Ah, guck mal. Bogen, zwei Stück Bernstein. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe. Gib mir einen Bogen. Bogenschützen brauchen starke Arme. Ich wette, ihr könnt diesen Bogen ganz schön lange gespannt halten, nicht wahr, Schatz? Aber natürlich. Schau mal, zwei hatten wir sogar. Der wird wahrscheinlich nicht besser sein, aber ich will einfach mal gucken, wie er aussieht und wie er sich im Vergleich so macht. Wie teuer sind die anderen Sachen? Wie kann ich euch helfen? Gar nicht mal so teuer. Ich dachte eher so an 10 Stück, 20 Stück für einen Brustpanzer. Nein, die Kosten halten sich in Grenzen. Also wenn ich so 20 Stück habe, werde ich wahrscheinlich mir schon alle bereits bauen können. So ungefähr. Wie ihr wünscht. Garantiert weniger als 20, aber mit 20 bin ich mehr als gut bedient. Magische Sachen? Bevor meine Meisterin verstarb, hat sie zahllose Matrizen in der Welt versteckt. Dort sollten sie die magische Essenz unserer Welt aufsaugen. Und so wie meine Meisterin es getan hat, werde auch ich es tun, bevor ich sterbe. Findet mir eine dieser Matrizen und ausreichend Bernstein und ich werde euch ein magisches Objekt anfertigen. Ich glaube denn, ich kann mich erinnern, dass es solche Matrizen gab, aber ich glaube, es war nicht so von Vorteil, sich die Gegenstände anfertigen zu lassen, weil die Verzauberungen nicht so super waren. Da lieber irgendwas selbst draufzaubern, was einem tatsächlich auch was bringt, anstatt so eine Matriz, die dann plus auf Akrobatik, yay! Wobei ich natürlich nicht mehr exakt weiß, was da die Verzauberungen waren. Balivox sind gefährlich. Genau. Okay, was haben wir da? Das war Waffe aufladen, alles klar, kein Problem. Ich kann fast... Ja, weißt du was? Ich will zwar auch meinen Reparaturskill steigern, aber hey,
Ich bin sicher, ich habe hier etwas, das ihr gebrauchen könnt. Okay, aber die eigenen Sachen, die ihr verkauft, sind gar nicht mal so toll. Nur so Eisenzeug und drum und dran. Auf Wiedersehen. Da lasse ich mir doch lieber direkt was von ihm fertigen. Sehr gut. Oh, Bleiglasfenster, buntes Leuchten, wunderschön. Aber zeig mir mal das Steil hier. Ich bin neugierig, weil ich habe noch nie eine Waffe gesehen, die auch annähernd an die 29 Schaden von Stenders Bogen drankommt. Ja, genau. Der Standard-Bernsteinbogen liegt bei 22 Schaden. Oh, sieht simpler aus als erwartet. Ich habe jetzt gedacht, dass hier vielleicht an den Halterungen des Bogens die Sehne finde ich cool. Die leuchtet so schön orange. Ich dachte, hier wären noch so ein paar Steichen. Steichen, what? Eine Mischung aus Leichen und Steinchen wahrscheinlich. Zur Verzierung, aber nein. Gut, aber da ist mein Stender-Kriegsbogen deutlich überlegen. Wäre aber wahrscheinlich der erstbeste Bogen, den ich anfangen würde zu nehmen, sobald ich hier angekommen wäre, ohne vorher irgendwelche Mods gemacht zu haben. So, dann zeig mir mal, wie viel habe ich noch mehr Bernstein? Also Wahnsinnserz habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge. So viel kann ich schon mal sagen. Genau, 9 Stück, das ist schon mal super. Da könnte ich mir sogar so einige Rüstungsteile zusammenbasteln. Noch 5 Bernstein, hey! Okay, aber ich habe mich bereits dazu entschlossen, dass ich nur große Seelensteine, nur große Seelen mir da reinpumpe, weil bisher in meine andere Ausrüstung ist auch viel an größeren Seelensteinen drin, also nicht so viel jetzt. Oder nicht so sehr optimiert, relativ schwache Seelensteine. Also schwach sind sie nicht, sind die zweitbesten. Aber nicht die besten! Und das habe ich absichtlich gemacht, ich habe mir absichtlich nicht die besten reingemacht, weil ich mir einfach dachte, wenn ich sowieso noch nicht die aktuell beste Rüstung habe, wieso sollte ich mir die Mühe machen, so mega gute Seelensteine einzusammeln, wenn ich bereits weiß, dass ich in der Erweiterung Shivering Isles mir eine wunderschöne Bernsteinrüstung basteln werde. Ich laufe hier gerade total falsch, oder? Wo will ich hin? Ich denke, ich will nach oben. Ich versuche so gerade über die Minimap rechts unten etwas zu triangulieren, wie ich da laufen müsste. Ich glaube aber fast, ich müsste nach Tegan, also in den Dementia-Bezirk. Guten Tag. Schönes Kleid. Ich habe nämlich jetzt, ja, ich bin immer noch im Norden der Stadt Atmania, wie es aussieht, einen deutlich kleineren Bezirk bekommen. Ich werde... Seid gesegnet, Bürger. Hi. Ich werde mir natürlich sehr viel Mühe geben, den Maniern die Überhand zu geben. Hier, viel freundlicher, viel besser. Auch viel wahnsinniger, aber trotzdem okay. Hier haben wir schon wieder diese komischen Kristalle. Da ist ja auch in der einen Höhle am Anfang mal einer von denen direkt aus dem Boden so mir nichts, dir nichts rausgeschossen gekommen. Ich bin mir sicher, wir werden erfahren, was es damit auf sich hat. Oh hey, warte mal. Das ist ja mal cool. Hier können wir einmal auf Dementia gucken, hier auf diesen gammligen, verwurzelten Stadtbereich. Aber die Lichtsetzung in diesem Bereich ist hier schon mehr was für Mania. Hier ist ja alles so einladend hell. Und weniger Dementia. Genau. Oh, ups. Ein bisschen Pilze Pop-In in der Ferne. Der ist einfach gerade eben abgetaucht, weggetaucht. Okay, meine Freunde. Wir sind bei Sheogorats Palast. Ich würde sagen, es ist jetzt endgültig an der Zeit, den verrückten Warngott zu treffen. Und einfach mal zu schauen, was er so mit uns vorhat. Er hat uns ja gerufen. Da ist der Olle. Na, mein Freund? Haskell, nichts gegen dich, aber ich rede zuerst mal mit deinem Chefe. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Ja, schau mal, wer da ist. Ihr. Was soll ich denn davon halten? Wer von euch spricht gerade? Ich bin durch die Lippen mir etwas unsicher. Okay, Sheogorat. Was ist los? Ach, eine kleine Sache wurde mir noch gesagt, soll ich ausprobieren? Vielleicht machen wir das erstmal zuerst. Ja, schau mal, wer da ist. Mir wurde nämlich gesagt, probier mal ihn anzugreifen. Das hättet ihr wirklich nicht tun sollen. Genießt die Aussicht.
Was passiert jetzt? Genießt die Aussicht? Da wurden nämlich mir von einigen von euch gesagt, hey! Aussicht? Ich glaube, ich bin noch am Fallen. Ja, ja, garantiert. Da ich sehe da irgendwas näher kommen. Oh, hi. Gut. Also genießt die Aussichten, damit man mitten ins Nirgendwo teleportiert und fällt runter. Und angeblich funktioniert das sogar mit aktiviertem God-Mode. Also lass mich das mal kurz ausprobieren, weil... Wenn ich das nicht ausprobiere, dann werde ich nicht mehr glücklich. Also. Genießt die Aussicht. Oh cool, guck mal, eine viel schönere Aussicht gerade. Hier kannst du so wunderbar schön die beiden Hälften des Landes erkennen. God Mode enabled und... Yo, ist ein Skript tot, also du kannst hier nicht überleben, selbst nicht mit God Mode. Denn auch hier hat mir zum Beispiel Tiber in den Kommentaren geschrieben, probier mal ihn anzugreifen, selbst mit God Mode wirst du auf jeden Fall sterben. Ja, schau... Ein Neuankömmling? Schade, das mit meinem Torwächter. Ich bin so glücklich, ich könnte glatt eure Eingeweide herausreißen und euch damit erwürgen. Yay! Ich darf mich bekannt machen. Ich bin Sheogorat, Prinz des Wahnsinns, unter anderem. Aber darüber spreche ich nicht. Inzwischen seid ihr vermutlich selbst darauf gekommen. Wollen wir es hoffen? Sonst sind wir in echten Schwierigkeiten und eure Eingeweide müssen doch raus. Dann springe ich Seil damit. Aber vielleicht jetzt nicht gleich. Ihr habt es schon weit gebracht. Weiter als alle anderen. Bravo. Nehmt diese Kleinigkeit. Vielleicht leistet sie euch gute Dienste. Oder schmückt eure Leiche. Yay, Geschenke! Barmherzigkeit, was wollt ihr denn von mir, ihr Wahngott? Ich habe auf euch oder jemanden wie euch oder jemanden anders schon seit einiger Zeit gewartet. Ich brauche einen Champion! Und ihr habt den Job. Zeit, das Reich zu retten, die Holde Mai zu befreien, das Untier zu töten oder beim Versuch zu sterben. Eure Hilfe wird benötigt. Eine Veränderung naht. Alles verändert sich. Sogar Daedra-Fürsten. Besonders Daedra-Fürsten. Was? Änderungen? Die Daedra verkörpern die Veränderung. Veränderung und Dauerhaftigkeit. Ich bin nicht anders. Außer in der Art, wie ich bin. Der graue Marsch kommt. Und ihr werdet ihn aufhalten. Der graue Marsch? Ich weiß wirklich gar nichts. Tut mir leid. Die Einzelheiten sind unwichtig. Zumindest im Moment. Die Ewigkeit steht etwas unter Zeitdruck. Darauf kommen wir später zurück. Und was nun? Jetzt? Ihr macht einen Botengang für mich. Einen wichtigen. Natürlich ist alles wichtig, was ich euch auftrage. Mein Reich, meine Regeln. Ihr begebt euch nach Sedilian, einem meiner Lieblingsorte auf den Inseln. Ein nettes Fleckchen, das ich für unerwünschte Besucher reserviert habe. Und einige sind unerwünschter als andere. Warum genau Sedilian? Der Torwächter kümmert sich um die meisten Eindringlinge, aber er ist tot. Auch diesen Missstand müssen wir bald beheben. Wie auch immer. Es gibt jene, die auf anderen Wegen in mein Reich kommen, und sie sind unterwegs. Wir wollen sie hier nicht haben. Glaubt mir. Also, ihr werdet Sedilian wieder in Gang bringen. Hier habt ihr ein kleines Buch mit Anleitungen und den Abschwächer des Urteils. Den werdet ihr auch brauchen. Weitere Einzelheiten könnt ihr von Haskell erfahren. Er ist ein detailbesessener Kerl. Eine große Hilfe und auch sehr modebewusst. Nun macht euch auf die Socken, bevor ich meine Meinung ändere. Oder meine Meinung mich ändert. Ja, das kann durchaus beides passieren. Aber erstmal gib mir mehr, sag mir mehr, oh großer Sheogorath. Was genau ist der graue Marsch?
Also wirklich, haltet euch jetzt nicht mit den Einzelheiten auf. Das würde euren kleinen Verstand nur überfordern. Wichtig ist, dass ihr nach Sedelian gelangt, und zwar schnell, bevor ihr mich langweilt. Es würde euch nicht gefallen, mich gelangweilt zu sehen. Oh, wird dann das alles hier ein großartiger Themenpark und du wirst viel mehr mit mir spielen? Das wäre toll. Diese Stadt, über die du regierst, was ist damit los? Ah, Neu-Sheard. Meine Heimat, fern von Orten, die nicht meine Heimat sind. Die derzeitige Position ist so viel besser als einige der früheren. Meint ihr nicht auch? Kommt darauf an, was für eine Position du vorher hattest, mein Freund. Ich kenne nicht deine Vorgeschichte, aber vielleicht willst du sie mir mitteilen. Ja, spricht mit mir. Ich bin er, er ist ich und auch andere. Oder sie waren es, oder nicht? Je nachdem, wie viele Persönlichkeiten du hast, mein Freund, stimmt's? Ja, das stimmt, Stone. Oh ja, ich kenne mich da aus. Xedilian? Ich bin etwas beschäftigt hier. Ich versuche zu entscheiden, was ich zum Mittag essen soll. Ach, wie ich das Essen liebe. Einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Sprecht mit Haskell, wenn ihr weitere Informationen braucht. Er hat mehr Hirn als eine Hirnpastete. Oh, Hirnpastete. Köstlich. Oh. Möchtet ihr vielleicht spenden? Oh, lecker. Meine Hirnpastete bekommst du aber nicht, mein Freund. Die zitternden Inseln an sich? Die Inseln, die Inseln! Ein wunderbarer Ort. Außer wenn es schrecklich wird, dann sind sie schrecklich wunderbar. Ein Besuch wert oder eine Ewigkeit. Wunderbar bleibt aber wunderbar. Vielen Dank für diese einsichtsvolle Meinung, lieber Sheogorath. Ihr könnt jetzt gehen. Trollt euch. Zischt ab. Okay. Haskell? Der Gott des Wahnsinns hat euch eine Aufgabe gegeben. Jemand mit euren Talenten müsste imstande sein, sie zu erledigen. Naja, das wollen wir ja mal hoffen, aber was könntest du mir noch zu deinem Meister sagen? Er ist der Prinz des Wahnsinns. Der Herrscher der Shimmering Isles. Und Xedilian, dort wo ich hin soll? Ja, ein wirklich erstaunlicher Ort. Wunderbar, um sich zu entspannen, während man diese lästigen Abenteurer leiden sieht. Nichts für ungut. Ey! Ich würde sagen, ihr solltet als nächstes nach Xedilian gehen und es reaktivieren. Was reaktivieren? Ja? Ach, ich Dummerchen. In dem Buch sind keine Bilder. Ich kann wohl kaum erwarten, dass ihr das lesen könnt, nicht wahr? Nö. Um Xedilian zu reaktivieren, wie es meinem Fürsten beliebt, müsst ihr 3 Fokuskristalle finden und diese zu ihrer Ruhestätte zurückbringen. Zu jedem Kristall gehört ein passender Sockel, ein sogenannter Urteilsnexus. Selbst ihr könnt sie nicht verfehlen. Ohne die Kristalle kann der Resonator des Urteils, die Energiequelle Xedilians, nicht wiederhergestellt werden. Alles klar, mein Freund. Ich habe zwar noch nicht ins Buch geschaut, ob da vielleicht irgendwelche dädrischen Runen sind oder sowas, aber auch du könntest gesehen haben, dass ich mich gerade direkt von deinem Meister zu dir nach rechts umgedreht habe und erst gar nicht die Chance hatte, in das Buch reinzuschauen. Also ich bitte dich. Irgendwas Neues? Ihr habt den Abschwächer, das Handbuch und eine Karte. Ich werde euch bestimmt nicht hintragen, also würde ich vorschlagen, dass ihr euch auf den Weg macht. Ich verlange, getragen zu werden. Setzt einen Fuß vor den anderen. Ihr wisst ja, wie das geht. Hey, warte, ich war noch nicht fertig mit dir. Der Gott des Wahnsinns hat euch eine Aufgabe gegeben. Genau. Ich schlage vor, dass ihr euch eilig auf den Weg nach Xedilian macht. Mein Fürst Sheogorath mag Leute nicht, die tatenlos rumhängen. Oder vielleicht doch. Ach, geht einfach los. Zum Beispiel am Galgen. Die Shimmering Isles sind das, was Sheogoraths Wille aus ihnen macht. Alles klar. Das Leben ist herrlich. Wirklich. Ja, ja, ihr beiden Irren. Xedilian, war das nicht das? Nein, das war am Anfang Xedefen, genau. Und wo haben wir Xedilian? Ah, auf dem Weg nach unten, cool. Und da ist gleich diese Quest mit den Geistern, die Nebenquest.
in Vitarn. Aber bevor wir irgendwo hinmarschieren, möchte ich noch ganz kurz mir die Sachen anschauen, die wir gerade eben alle hintereinander direkt bekommen haben. Zum Beispiel das Handbuch für Xedilian. Ne, das ist mir viel zu viel. So, ich habe das mal alles hier ein bisschen überflogen. Da wird einfach über die verschiedenen Kammern von Xedilian geredet. Ihr könnt ja das Video kurz anhalten und euch das selbst auch nochmal durchlesen. Das ist sehr interessant. Das ist von jemandem, der die Kammern scheinbar gebaut hat. Aber am coolsten ist der letzte Abschnitt hier. Ich hoffe, dass euch die Ergebnisse von Xedilian erfreuen. Ich bin sicher, ihr werdet bei der Benutzung genauso viel Vergnügen haben wie wir beim Bau. Seltsamerweise haben wir noch keine Bezahlung für die Anlage erhalten. Doch ich bin sicher, dass es sich dabei um ein schlichtes Versehen handelt, das sogleich korrigiert wird, sobald euer Gnaden einen Augenblick... Und da kam er wohl von hinten und hat sie platt gemacht. Shir-Gorath konnte das riechen. Warte mal, was? Ihr wollt eine Bezahlung dafür? Guck mal, ich habe hier einen Zauberstab und ich habe eine ganz tolle Bezahlung. Komm mal in die dunkle Ecke da hinten und... Erledigt. Abschwächer des Urteils haben wir jetzt. Wir haben das Buch bekommen und wir haben noch ein Amulett bekommen. Barmherzigkeit des Wahnsinns. Alles widerstehen. Sehr gut. Momentan habe ich Auge des Schildwalls. 10% Schild auf sich selbst. Ich glaube, ich nehme mal so ein paar elementare Resistenzen lieber. Momentan bin ich mit meinem Schutz relativ gut ausgestattet. Und dann würde ich sagen, wir würden direkt, ohne weitere Umschweife, dort in den Süden reisen und uns darum kümmern, Xedilian wieder in Betrieb zu nehmen.